In ganz Deutschland haben Landwirte mit Autobahnblockaden, Kolonnen und Schleichfahrten gegen die Sparpläne der Ampelregierung protestiert. In Berlin versammelten sich hunderte Bauern vor dem Brandenburger Tor. Die Streichung von Steuervergünstigungen für Agrarunternehmen wird insbesondere in kleinen und mittelgroßen landwirtschaftlichen Betrieben als ungerecht empfunden. Farmers are promising to block the roads for the next 8 days, despite the German government revising the 2024 budget that sparked these protests in the first place. The changes will see agricultural diesel subsidies reduced over the next 2 years before ending in 2026. But farmers say this is not enough. Dass die Bundesregierung eine Steuererhöhung einseitig gegen die einzige Branche, die weitgehend klimaneutral arbeitet, nämlich die Landwirtschaft, wir nutzen ja die Sonnenenergie hauptsächlich, verkauft als Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Also das ist so abgrundverlogen. Unterstützt wurden die Landwirte von Speditionen, die gegen die Erhöhung der Lkw-Maut protestierten. In den sozialen Medien wird der Protest teils mit dem Hashtag Generalstreik beworben.